Es werden heute mehr iOS- und Android-Apps entwickelt als Windows-Apps. Ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Ihnen die IBM Smart Cloud Desktop helfen kann, diese Apps und selbstgeschriebene Apps in Ihre IT-Infrastruktur zu integrieren. In dieser privaten Desktop-Cloud können Sie Android, iOS und auch Software-as-a-Service-Apps integrieren. Das möchte ich Ihnen jetzt anhand eines Beispiels zeigen. Wir sehen hier ein Android-Device und ich möchte Ihnen jetzt das Startverhalten von der Beispiel-App WorkMail zeigen. Wie Sie sehen, wenn ich dort draufklicke, startet die Anwendung sofort. Von einer Admin-Konsole vom App Store kann man jetzt das Startverhalten dieser Anwendung direkt ändern. Das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Wir befinden uns jetzt auf der Admin-Konsole des App Stores Ihrer privaten Desktop-Cloud. Hier sehen Sie alle Anwendungen, die wir installiert haben. Wir können hier eine Auswahl treffen, dass wir nur die Android-Anwendung sehen, gehen auf unsere Beispiel-App WorkMail und verändern jetzt das Verhalten dieser App, indem wir in der Admin-Konsole zum Beispiel die Einstellung ändern, dass bei jedem Launch, also bei jedem Starten, ein Passwort abgefragt wird. Nach dem Sichern dieser Einstellung können wir das Verhalten auf der App direkt uns ansehen. Zurück auf dem Android-Device können wir jetzt das geänderte Verhalten der App WorkMail beobachten. Beim Anklicken wird hier sofort ein Passwort abgefragt. Das heißt, wir haben jetzt mit der zentralen Admin-Konsole des App Stores das Verhalten dieser App geändert. Eine weitere App ist die sogenannte BlueShop-App, eine selbstgeschriebene App der IBM. Und die Besonderheit an dieser App ist, dass sie mit einer Scanner-App aus dem App Store, also aus dem freien App Store, zusammenarbeitet. Wir haben jetzt ein kleines Beispiel gesehen, wie wir Apps aus dem IBM App Store kontrollieren können, der in der IBM Smart Cloud Desktop integriert wurde. In Zukunft werden wir auch die Inter-App-Kommunikation kontrollieren können. Das heißt, Sie werden in der Lage sein, Corporate-Apps sauber von Public-Apps zu trennen und somit eine sichere Kommunikation auf mobilen Devices herzustellen.